Ist Weihnachten ein unbiblisches, unchristliches Fest? Ich möchte hierzu eine super knappe Version machen. Dazu müssen wir folgende Fakten bedenken. Warum wird Jesu Geburt am 25. Dezember gefeiert? Deswegen heißt es übrigens auch Heiligabend, weil im Fokus eigentlich der 25. Dezember und nicht der 24. steht. Naja, am 25. Dezember war die germanische Wintersonnenwende und im Römischen Reich wurden die römischen Saturnalien gefeiert. Das sind Sachen, es sind keine Verschwörungstheorie, die kann man in Lexika, die vertrauenswürdig sind, sehr gut nachrecherchieren und nachlesen. Das ist keine Verschwörungstheorie der Zeugen Jehovas, die das so unter anderem begründen. Außerdem wird ja Jesu Geburt gefeiert. Hier müssen wir beachten, dass eigentlich nur das heidnische Umfeld der Juden Geburtstag gefeiert hat. Geburtstag als solcher ist ein ganz und gar heidnischer Brauch, der überhaupt nicht irgendwie einen Bezug zum Judentum hatte. Das heißt, wir haben hier zwei Fakten. Zum einen, Geburtstag ist nicht unbedingt ein christliches Fest. Und der Tag wurde relativ willkürlich festgelegt. Die Kirche hat bewusst eben den 25. Dezember genommen und diesen Feiertag, wie man so sagt, christianisiert. Wenn man das ein bisschen nüchterner betrachtet und sich fragt, wann wurde Jesus eigentlich geboren, kommt man oftmals höchstwahrscheinlich im August oder September raus, aber fast in keinem Fall. Es ist absolut ausgeschlossen, dass es der 25. Dezember ist. Jetzt ist die Frage, kann man das als Christ trotzdem feiern? Sollte man es feiern? Es ist ja ein christianisiertes Fest. Viele Christen, die ein bisschen wissbegieriger sind, die wissen das, was ich gesagt habe und nehmen Weihnachten eben als Anlass, um in einer ruhigen Jahreszeit von ihrem Glauben an Jesus zu berichten und haben auch für sich entschieden, naja, auch wenn der Geburtstag keine christlichen Ursprünge hat oder keine jüdischen Ursprünge hat, so steht in der Bibel auch nirgendwo, dass man nicht den Geburtstag feiern darf und nicht des Geburtstages Jesu gedenken darf. Schließlich haben wir ja eine ganz ausführliche Geburtsgeschichte von Jesus Christus in der Bibel zu finden. Warum dann also nicht die Zeit einfach nutzen, das, was in unserer Kultur halt üblich ist, das an Weihnachten zu tun, das einfach eben als Anlass und Aufhänger nehmen. Gleichzeitig, ne, es gibt so Sachen, der Weihnachtsbaum zum Beispiel, wenn man da recherchiert, eigentlich ein Fruchtbarkeitssymbol, sich gegenseitig Geschenke machen, auch etwas, was wir eigentlich überhaupt nicht biblisch und nicht mal jüdisch begründen können. Wie soll man damit umgehen als Christ? Naja, ich glaube, wichtig ist erstmal festzustellen, dass jeder Christ da seine eigene Entscheidung treffen darf. Ich denke, so eine gewisse kritische Distanz zu vielen Bräuchen, die weder jüdisch noch christlich, also im Grunde genommen außerbiblisch sind, ist sicher angebracht. Das ist sicher auch ein sehr differenziertes Vorgehen, wenn man da einfach nicht zu allem Ja und Amen sagt, sondern durchaus mal eine Frage stellt. Und ich habe ja ganz bewusst einen Pullover angezogen. Nicht nur, weil ich ihn sehr mag und ich natürlich den Pluto als anerkannten Planeten vermisse. Jetzt ist er nur noch ein kleiner Zwergplanet. Aber warum heißt er Pluto? Unsere Planeten sind nach römischen Göttern benannt. Unser Kalender auch. Komisch, ne? Heißt das, wir sollen die Begriffe gar nicht mehr verwenden? Sollen wir jetzt die Monate umbenennen? Auch unser Kalender ist ganz anders als der jüdische Kalender. Sollten wir als Christen nicht viel mehr den jüdischen Kalender nehmen und nicht einen römischen? Naja, auch hier sieht man, da ist vielleicht auch ein bisschen Differenziertheit einfach angebracht. Paulus sagt an einer Stelle, dem Reinen sind alle Dinge rein. Das heißt, man muss nicht pharisäisch jeden Ursprung ergründen und oh, wenn es da nur auch einen negativen Einfluss gibt, naja, wenn man es zur Ehre Gottes und guten Gewissens machen kann, dann ist es laut Bibel von den Christen auch in Ordnung. Ich denke, es sind beide Entscheidungen legitim, Weihnachtsbräuche bis zu einem gewissen Maß mitzumachen oder halt auch einfach zu sagen, nee, ich will das einfach nicht. Christen sind wahrheitsliebende Menschen, warum soll ich jetzt den Geburtstag Jesu an einem Tag feiern, wo er definitiv nicht Geburtstag hatte? Beides legitim, man darf halt da nicht irgendwie fanatisch werden wie die Zeugen Jehovas, bei denen ist es so üblich. Wenn du Weihnachten feierst oder wenn du Geburtstage auch nur allgemein feierst, wirst du ausgeschlossen. Und das ist natürlich, dem Menschen wird voll und ganz die Gewissensentscheidung abgenommen und durch einen, ich würde es wirklich so nennen, pharisäischen Extremismus ersetzt
Und das ist natürlich schade. Nichtsdestotrotz, Weihnachten bietet zahlreiche Gelegenheiten, um mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen, um anderen Menschen was Gutes zu tun. Leider ist es in Deutschland 8 Monate im Jahr sehr kalt und um Weihnachten ist es besonders kalt, übrigens im Januar, Februar noch kälter, aber das eignet sich doch auch mal ein bisschen, denen eine Freude zu machen, denen es nicht so gut geht. Meine Frau arbeitet zum Beispiel in so einem kleinen christlichen Weihnachtscafé ein bisschen mit. Tolle Sache, kann man drüber nachdenken, ob man ja, die Gunst der Stunde nicht einfach nutzt. Es gibt christliche Gemeinden, die haben sich entschieden, naja, wir wollen uns da eigentlich schon irgendwie fortlösen, wir wollen uns da schon irgendwie weglösen, fortlösen von so Traditionen, die eigentlich gar nicht christlich sind, die man auch nur sehr schwierig irgendwie mit der Bibel in Einklang gibt, die dann zum Beispiel sagen, wir machen explizit keine Weihnachtsgottesdienste. Ne? Jeder kann es entscheiden, wie er will, aber manche Gemeinden haben halt gesagt, nee, also wir wollen da in Anführungszeichen diesen Zirkus gar nicht mitmachen. Wir sind wahrheitsliebende Menschen. Und wir müssen nicht einfach auf Biegen und Brechen irgendwelche Kirchentraditionen übernehmen, die eigentlich jetzt nicht so einen tollen Ursprung haben. Das ist eine Meinung, die mir sehr sympathisch ist. Meine Gemeinde, die macht es ganz traditionell, jetzt nicht übertrieben, aber ganz normal mit Weihnachtsgottesdienst und so weiter. Und ich denke, als Christ muss man auch die Ausgeglichenheit haben, dass man, wie gesagt, nicht in irgendeinen Fanatismus kommt. Oder, oh nein, nur wenn man es so sieht, nur das ist wahres Christentum, alles andere nicht. Das ist ja eigentlich genau das, wovor das gesamte Neue Testament warnt. So, 2000 Jahre Kirchengeschichte, aber ich weiß es ja jetzt, wie es richtig zu verstehen ist. Das ist sicher keine gesunde und keine gottgefällige Ansicht. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Es ist ein sehr wichtiges Thema, wie man zu den Entscheidungen seiner Mitchristen steht, die anders entscheiden als man selbst. Kann man das in Liebe tragen? Wenn es irgendwas Wichtiges anzumerken gibt, also erstmal so der Prozess, wenn ich merke, ich sehe das halt anders, muss ich es ansprechen? Oder ist es vielleicht auch gut, einfach zu sagen, okay, der entscheidet es so, das ist sein legitimes Recht, ich muss das auch gar nicht in Frage stellen. Und wenn ich meine, nach Gebet, nach Studium der Schrift, ich muss da wirklich mal was ansprechen, wie mache ich es? Führt es dann letzten Endes zu Spaltungen. Da gibt es so einen Bericht, Martin Luther und Zwingli, die beiden großen Reformatoren. Zwingli hat einen Streit, wie das Abendmahl zu verstehen sei. Und Zwingli hat dann versucht, Martin Luther noch mit Tränen in den Augen die Hand zu reichen, aber Martin Luther wollte das nicht. Und ja, ist dann einfach weggegangen und da ist dann so eine richtige Spaltung entstanden. Das sollte es eigentlich nicht geben. Übrigens bei vielen großen Glaubensmännern sieht man das so eine leider eine kleine Tendenz. Ne? Spurgeon hat sich auch mal mit einem in die Haare bekommen. Wo Spurgeon hat Pfeife geraucht und ist nicht ins Theater gegangen. Der andere hat Pfeife rauchen als Sünde angesehen, aber fand es für vertretbar, ins Theater zu gehen. Und dann ist da wirklich ein kindischer Streit ausgeartet, der sich meines Wissens auch gar nicht mehr gelöst hat. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Da können wir auch aus der Vergangenheit lernen, dass das halt wirklich eine Gefahr ist. Und ich glaube, bei Weihnachten ist es genauso, ne? Nein, 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 ein echter Christ feiert das nicht. Oder nein, 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 es ist völlig übertrieben, wenn das jetzt jemand ablehnt und es nicht feiern möchte. Na gut, genug gesagt. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es war interessant. Bis nächstes Mal.